Hallo meine lieben Gamer, willkommen zu einem brandneuen Gameplay, dem allerersten Gameplay zu Need for Speed Payback. Der neueste Teil der Need for Speed Reihe hier auf der PS4 Pro. Und das Ganze hat eine große offene Welt und natürlich verschiedene Wagen, die man tunen kann. Und bevor ich jetzt groß rumerzähle, ich fahre jetzt einfach mal gleich mal los und werde gleich mal Richtung dieser orangen Markierung fahren. Nämlich das Treffen mit dem Gambler steht an. Und dann könnt ihr euch ja selbst einen Eindruck davon machen, was es hier, was es hier alles zu tun gibt. Ich fahre ein bisschen bescheuert, das ist keine Absicht. So, ich brauche einen Racerwagen. Okay, ich starte das einfach mal. Gucken wir mal, was rauskommt, beziehungsweise was wir überhaupt machen sollen hier. Na, schau mal an. Wenn das nicht Staatsfeind Nummer 1 ist. Ich wette, irgendein Cop benutzt gerade dein Fahndungsfoto als Dartscheibe. Ja, vermutlich. Was gibt's? Die Wettquoten für deinen Einzug in den Outlaws Rush liegen bei 100 zu 1. Das sollten wir dringend ändern. Ich kann gerade keine Rennen in der Stadt fahren. Es gibt auch Street-Ligen außerhalb der Stadt. Noise Bomb, Free Amber Militia, Silver Six. Wenn du nett fragst, helfen sie dir vielleicht gegen das Haus. Okay, ein paar Verbündete können vermutlich nicht schaden. Gut. Du bist mein Trumpf, Kleiner. Ich lass dich nicht aus den Augen, bis die Karten auf dem Tisch liegen. Okay, neue Mission verfügbar. Das ist quasi ein weiterer Schritt, denn das ganze Teil, das ganze Spiel ist in mehrere Kapitel eingeteilt und nach schalten sich eben entsprechende Fahrmissionen frei. Und jetzt wurde mir das fast schon vorweggenommen. Die Karte zeige ich euch mal. Das ist die Karte, das ist das komplette Spielgebiet. Es gibt eine große Stadt hier. Und dann gibt es verschiedene ländliche Orte, nennen wir es mal. Und ich habe auch gerade alles eingeblendet, was es an Aktivitäten gibt. Das ist jetzt, Veranstaltungen. Das können auch irgendwelche Rennen sein, das können auch irgendwelche Tuning-Shops sein oder es können auch einfach nur kurze Geschicklichkeitseinlagen sein oder kurze Fahrtests. Die kann ich dann, die zeige ich nachher sowieso noch. Jetzt mache ich aber erstmal ein Rennen, bevor wir jetzt überhaupt mit irgendwas anderem weitermachen. Jetzt, wo ist denn hier das nächste? Das ist hier und hier ist auch noch was. Was ist denn das hier? Okay, wir fahren jetzt dort mal hin. Genau, dann seht ihr ein bisschen was von der Landschaft und dann seht ihr gleich noch ein Driftrennen. So machen wir das, genau. Ich habe das jetzt irgendwie alles ein bisschen anders geplant, aber es ist ja egal. Also nicht, dass ich hier großartig überhaupt irgendwas plane, aber naja. So. Hier nebenbei hört ihr das ultranervige Radio, das ich eigentlich abgeschaltet habe. Komisch, dass das immer noch kommt. Aber naja. Und irgendwie kommt hier immer noch Musik raus. Warum eigentlich? Musiklautstärke aus. Das ist ja mal toll. Hä? Ich kann doch hier keine Musik laufen lassen. Das ist ja mal echt strange. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es gleich abgeschaltet ist. So. Trotzdem liegt noch ein weiter Weg vor ihm. Und er wird nicht leichter. An die kleine Crew mit dem großen Traum. Die Straßen stehen hinter euch. Seid frei, seid stolz. Macht das Haus für uns fertig. Willst du uns immer noch aufhalten, Navarro? Dann streng dich an. So, als erstes kann ich vielleicht ein paar Worte verlieren über das Fahren. Also ihr seht, es ist eigentlich super simpel. Es ist ein typisches Need for Speed. Ihr drückt einfach voll aufs Gas. Mit ein bisschen Anbremsen könnt ihr sofort driften. Und das ist noch nicht mal mein Driftwagen, das ist mein Racingwagen, der allerdings ein bisschen untermotorisiert ist. Es gibt nämlich ein Leistungstuning, mit dem ihr die Wagen eben upgraden könnt. Das ist allerdings ein bisschen cheesy, weil für jedes Rennen bekommt ihr eine Karte, also eine Tuningkarte, und die könnt ihr dann in euer Auto verbauen. Und das ist allerdings Zufall, was ihr kriegt für einen Teil. Ihr könnt das natürlich auch beim Tuning-Shop holen. Allerdings sind die teuer, die Teile. Alternativ, ja,
ratet mal, was ihr machen könnt. Ihr könnt das Ganze natürlich mit echtem Geld bezahlen, wenn ihr wollt. Also dann könnt ihr Loot, euch davon Lootkisten kaufen. Ja, die allseits beliebten Lootkisten sind hier auch mit dabei. Und aus den Lootkisten kriegt ihr vielleicht Tuningkarten. Naja. Tyler, hast du einen Moment frei? Klar, was gibt's? Ich wollte dich fragen, warum warst du 6 Monate verschwunden? So. Das weißt du doch. Der Gambler hatte... Ich sehe gerade, hier auf dem Weg ist noch ein Rennen, das wir jetzt nebenbei machen können. Das ist zwar kein neues, das machen wir trotzdem. Und das, was die gerade labern, interessiert mich auch überhaupt nicht. Bei jedem Rennen könnt ihr jetzt eine Nebenwette annehmen. In dem Fall 30 Sekunden auf der Nebenfahrbahn fahren. Da gibt es einen Bonus. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut jetzt mein Wagen hier geeignet ist. Ich glaube aber, das ist ganz okay, weil das ist eins der frühen Rennen. Ihr könnt jedes Rennen nochmal fahren. Denn jedes Rennen ist in 3 Klassen fahrbar. Also sprich, wenn ihr zuerst mal ein Rennen fahrt, das ist halt die erste und dann die zweite und die dritte. Und ich glaube, die werden dann immer schwieriger. Und entsprechend müsst ihr auch euren Wagen dann hochtunen. Hallo und tschüss. So, wow. So, wie gesagt, fahren relativ simpel, driften ist auch relativ simpel, ansonsten viel Vollgas, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht in den Gegenverkehr rast. Und apropos Gegenverkehr, ich habe hier noch eine Wette am Laufen, ich muss ja 30 Sekunden im Gegenverkehr fahren. Nächster Halt, Platz 1. So. Was natürlich auch dabei ist, ist natürlich der Nitro, die Nitro-Einspritzung, die lädt sich ganz normal auf mit guter Fahrweise. Ich kann die jetzt bloß gerade schlecht zünden, weil ich gerade hier dauernd Kurven zu fahren habe. So, wir kommen schon zur Geraden. Außerdem muss ich jetzt noch den ersten Platz hier einholen. So. Oh, okay, und das war's schon. Ich habe wenig Nitro-Einspritzung. Es ist echt erbärmlich. Ich kann aber euch noch kurz erzählen. Das wurde echt eng. Nee, das erzähle ich euch jetzt nicht. Nein, das ist so knapp. Nein, oh, so knapp. So knapp. Okay, ich mach's aber nicht nochmal. Das war irre knapp. Okay. So, zumindest habe ich den Gegenverkehr geschafft. Wie, du hast verloren? Ach so, weil ich das Rennen nicht gewonnen habe. Hä? Aber Moment mal, die Nebenwette habe ich doch gemacht. Na, ist egal. Auf jeden Fall könnt ihr eben mit diesem Bonusziel noch ein bisschen Geld machen oder eben nicht. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen was bekommen. Und... Oh, und ich habe eine Lieferung dafür bekommen, genau. Und eigentlich wollte ich ja jetzt was ganz anderes machen. Ich wollte ja hier hinfahren. Für ein neues Rennen. Jetzt bin ich natürlich wieder ein Stück zurückgesetzt worden. Ach, was soll's. Fahren wir nochmal hin. Denn wie gesagt, das ist ein Rennen, das ich eh schon freigeschaltet habe und das ich einfach nochmal gemacht habe. Und die anderen Wagen haben dort auch geupgradet, das Ganze. Und wo ich schon die ganze Zeit von Upgrades rede, wir machen jetzt Folgendes. Ich bin nämlich sowieso gleich bei meiner Werkstatt. Die ist nämlich hier. Dann schaue ich kurz zu meiner Garage. Da kann man das Ganze nämlich verwalten bzw. organisieren. Und da können wir auch das Tuning machen. Und das ist bestimmt etwas, was euch interessiert. Denke ich mal. So, hier sind wir. So, da gibt es jetzt die Garage. Da gibt es, ich glaube, 10 Slots und dann nochmal... und noch mehr, glaube ich. Egal, ich habe das Maximum an Garagenautos sowieso noch nicht. Ich habe jetzt hier meinen Honda S2000, wo ihr eigentlich vielleicht schon erkannt habt, der hat schon ein bisschen Optik-Tuning drin und ist ein bisschen tiefer gelegt. Ich habe hier noch einen Lotus Elise, einen Subaru, einen Audi und ein restauriertes Auto, nämlich einen alten Nissan. Den kann man dann auch noch upgraden. Und dann habe ich noch ein Schrottauto, ein Ford Mustang, auch ein Wrack. Da muss ich noch ein paar Teile finden, dann kann ich den nämlich auch benutzen. Allerdings ist es ein bisschen Zugarbeit, das Ganze. Vieles in dem Spiel ist genau wie in Forza Horizon. Es ist wirklich krass. Genau, was ich euch noch zeigen will, ist beispielsweise das Optik-Tuning. Ja genau, fangen wir doch mal einfach mal an. Wir haben Optik-Tuning, also wir können zum Beispiel jetzt die Motorhaube ändern. Mit freigeschalteten Teilen natürlich.
Allerdings gefällt mir, obwohl, machen wir mal die Carbon-Motorhaube. Wir können die Fenster tönen. Wir können natürlich die Flügel, ich meine die Kotflügel verändern, beziehungsweise im Moment, die muss ich jetzt erst, ich muss zuerst, das Bodykit entfernen. Es ist nämlich so, was ich hier installiert habe, ist ein komplettes Bodykit. Das heißt, das sind die ganzen Flügel, die ganzen Spoilerteile, diese hinten, diese riesige Diffuser, das ist ein Teil quasi und dann kann ich nichts mehr anderes dran bauen. Also ich kann jetzt auch keinen neuen Seitenschweller verbauen. Macht aber nichts. Ich lasse das jetzt trotzdem mal so. Ich zeige es euch jetzt einfach, genau so warum es ist. Ich zeige es euch einfach jetzt an einem anderen Auto. Das ist echt viel besser. am besten nehmen wir den Subaru. An dem habe ich noch gar nichts gemacht. So, der Subaru. Da schauen wir mal. Wir machen mal ein bisschen Optik-Tuning. So, Motorhaube. Was haben wir da? Ah, Carbon-Motorhaube. Die nehmen wir, die kaufen wir. Was haben wir noch? So, verschiedene Kotflügel. Die schauen aber auch nicht so prickelnd aus. Ich nehme die trotzdem das mal. Okay. Wir können neue Scheinwerfer reinbauen. In verschiedenen Farben. Oh, getönt ist natürlich auch sehr nice. Oder in Glitzerfarben. Nee, ich nehm getönt. Das ist so schwarz getönt. Das ist irgendwie nice. Frontstoßfänger können wir uns einen neuen hinbauen. Der ist jetzt nicht so spektakulär. Leider. Vor allen Dingen, der ist ja wirklich... Also da habe ich schon bessere, da habe ich schon besseres Tuning-Zeug gesehen. Ich nehme an, das schaltet sich sowieso dann noch frei. Ich nehme jetzt trotzdem mal einen anderen. Was haben wir noch? Ah, eine Spoilerlippe. Genau, unten angebaut. Nehmen wir die hier. Die gefällt mir jetzt nicht ganz so, aber ist jetzt mal egal. Natürlich können wir die Reifen ändern, beziehungsweise nein, können wir es noch nicht. Haha. Wir können die Bremsscheiben ändern, die man sowieso nicht sieht, also absolut sinnlos. Naja, aber wer darauf Bock hat, man kann die Bremssättel verändern, man kann die Felgen verändern, man kann die Reifen verändern. Teilweise habe ich das noch nicht freigeschaltet, deswegen, weil man das eben noch ein Ziel erreichen muss. Beispielsweise eben bei den Reifen muss ich 5 Teile eintauschen, ich habe erst 4 von 5. Deswegen, da schauen wir gleich nämlich ins Tuning rein, ins Upgraden. Aber zuerst mache ich hier noch ein bisschen Optik. So, achso, das brauchen wir nicht. Das haben wir hinten im Kotflügel. Dann haben wir schon den einen verbaut. Okay. Kennzeichen. Moment, wir können den Rahmen hier ändern. So. 250, ja, ganz schön teuer für so ein Kennzeichen. So. ich brauche natürlich ein anderes Kennzeichen. So. So, okay. Und dann, Spoiler kann ich auch noch nicht verändern, weil ich noch 3 Sekunden lang 282 km/h fahren muss. Das kann ich mit meinem Auto noch gar nicht, weil die alle echt fett untermotorisiert sind. Was ein bisschen ein Problem ist, eben vom Tuning, aber naja. So, jetzt habe ich hier mal ganz, ganz grob ein bisschen was getunt. Dann schauen wir weiter. Und falls ihr gerade ein Bellen hört, das ist mein lieber Hund, der hier nebenbei gerade, was ich auch nicht, ein bisschen frustriert ist. Ich weiß nicht, vielleicht will er zocken, ich weiß es nicht. Aber so oder so. Weiß ich nicht, was er will. Ist egal. Stance-Abstimmung ist noch ziemlich gut. Denn ihr könnt natürlich das Teil hier tiefer legen. Jawohl, das machen wir gleich mal. Wir machen noch ein bisschen Radsturz rein, damit driften wir dann auch besser. So, gut. Und was können wir noch? Genau, und jetzt können wir zum Leistungstuning gehen. So, Leistungstuning, ihr habt verschiedene Speedkarten, die ihr ausrüsten könnt. Die sind schon in verschiedenen Kategorien drin. Und ihr könnt immer nur eine pro Kategorie nehmen. Also pro im Kopf, im Block, im Steuergerät, Turbo, Auspuff, Getriebe und so weiter. So, das ist mal das. Und die Karten könnt ihr austauschen, wenn ihr welche übrig habt, könnt ihr eben welche einsetzen, dann seht ihr auch sofort, wie sich das auf das Fahrverhalten oder auf die Fahreigenschaften auswirkt. Und wie gesagt, diese Speedkarten erhaltet ihr für gewonnene Rennen. Leider nicht für den Platz 2, so wie ich gerade eben.
Aber was ich jetzt hier machen will, ich will jetzt nicht... Ich will das... Das ist eine übrige Karte. Die tausche ich gleich mal ein. So. Und jetzt müsste... Jetzt müssten sich die Felgen... die Felgen freigeschaltet haben. Und das schauen wir gleich mal. Optik Tuning. Jawohl. Da ist es. Felgen sind jetzt freigeschaltet. So, Felge wechseln. Dann gucken wir mal, was es für schöne Felgen gibt. Die Schilder sind dann ganz schön hässlich. Aber gut, darüber, klar, das ist natürlich alles Geschmackssache. Wir können auch jederzeit paar Dreieck irgendwie die Perspektive ändern, damit ihr seht, wie das dann wirklich aussieht. Ich bin dann mehr der Freund von so von schlanken Felgen mit wenig Speichen. So wie das hier zum Beispiel. Oder wobei, so richtig gut gefällt mir noch nichts. Aber andererseits, ich glaube, wir können dann sogar die Farbe ändern. Ich nehme jetzt mal die, dann haben wir jetzt einfach primäre Farbe. Doch, man kann die primäre Farbe ändern, ja. Okay. Ah ja, okay. Dann können wir das ein bisschen rötlich machen, so dezent rötlich. An allen Felgen anbringen. So. Sekundäre Farbe können wir auch noch ändern. Ah, die lassen wir. So. Und Größe hätte ich jetzt auch noch ändern können. Egal. Und jetzt mache ich noch das Ganze noch hinten dran, damit das noch was aussieht. Felge wechseln. Tja, welche habe ich jetzt denn da hinmontiert, wenn ich das jetzt noch wüsste? Waren es diese? Ja, ich glaube, die waren es. Und die dann leicht rötlich. Gibt es garantiert irgendwo eine Funktion, wo man das einstellen kann. Gut. So. Ja, nice. Jetzt habe ich zumindest mal einen nett getunten Wagen schon mal. Wobei, ich merke gerade, der... mein Fahr... Der ist ein bisschen höher gebockt worden von selber. Liegt wohl an den Reifen oder an den Felgen. Naja, gut. Es ist allerdings sowieso so, das ist eher mein Offroad-Wagen. Und naja... Da passt das jetzt eh sowieso nicht. So, als letztes in der Garage zeige ich euch jetzt noch ganz kurz, natürlich Lackierung, Folie. Ihr könnt euren Wagen natürlich lackieren, wie ihr wollt. In irgendeiner lustigen Farbe. Und natürlich auch das Material bearbeiten. Also das ganze Chrom oder Metallic oder Klarlack oder natürlich Matt. Oder Seidenmatt. Seidenmatt ist mit meiner Favoriten. Oder eben Hochglanz. Wobei ich lasse es den trotzdem auf Metallic, was soll es. Außerdem könnt ihr Decals anbringen. Das heißt, ihr könnt verschiedenste Formen an allen Seiten hinbauen. Also eigentlich quasi ein Lackierungseditor mit allen möglichen Formen. Das mache ich jetzt nicht. Ich will es euch nur kurz zeigen. Es gibt verschiedenste Formen und ihr könnt das echt modifizieren, wie ihr... wirklich Bock habt. Das ist echt sehr nice und das ist auch eigentlich ein Muss in dem Spiel. Bin ich froh, dass es auch drin ist. So. Ah, hier gibt es sogar ein Plants vs. Zombies Decal. Das ist ja nice. Ach, das kann man... Ach, das ist ja witzig. Also gut, den bringe ich jetzt hier doch an. Moment. Okay, das ist so lustig. Das muss ich jetzt machen. So. Okay. Änderungen speichern. So. Ganz simpel. Gut. Das ist mal aus der Garage. Jetzt habe ich das Teil schon mal getuned. Jetzt werde ich gleich mal aus der Garage rausfahren. Ups. So. Und dann gucken wir mal. Ich wollte eigentlich diesen einen Wettbewerb machen. Diesen Drift-Wettbewerb. Damit ihr das auch nochmal seht. Aber jetzt auch mal ganz kurz zu den Rennklassen. Es gibt 5 oder 6 verschiedene Rennklassen. Das eine, was ich jetzt gerade gefahren bin, das war Sprint. Jetzt bin ich in einem, jetzt könnte ich mit dem Wagen Offroad-Rennen machen. Dann gibt es noch, da muss ich fast nachgucken, es gibt noch Dragster-Rennen. Dann gibt es Fluchtfahrten oder Kuriermissionen, ist das? Und Drifts. Oder habe ich jetzt alle zusammen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall verschiedene Klassen. Das Dumme ist, das ist richtig, richtig doof. Ihr könnt jeden Wagen nur in einer bestimmten Klasse fahren. Also wie gesagt, jetzt mal mein Subaru kann ich jetzt nur bei Offroad-Rennen benutzen. Den vorigen Wagen, den S2000, nur bei Sprintrennen oder mein Lotus nur bei Driftrennen.
bisschen nervig, vor allen Dingen, weil die Wagen eben mit diesen ganzen Karten entsprechend tunen müsst. Und das ist ja eigentlich schon, es blockiert euch ein bisschen teilweise. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein, ich mache jetzt hier noch ein Offroad-Rennen, wenn wir schon da sind. Ich seh schon, ich komme hier fast nicht mehr zu diesem Drift. Guck mal, ist das hier richtig? Genau, denn eigentlich ist das auch mit einer der Neuerungen. Ihr könnt Offroad-Rennen fahren. Das gab es jetzt zumindest in den letzten Teilen gar nicht. In den letzten Teilen gab es zwar auch eine Open World, allerdings war die überall kleiner. Ich heb ab. Und die, wie gesagt, die Welt ist größer, ihr könnt auch querfeldein fahren und das Ganze erinnert mich hier richtig, richtig krass nochmal an Forza Horizon, weil das genauso ist. Ihr habt auch eine komplett offene Welt, ihr könnt mit Fahrzeugen rumfahren, ihr könnt quer durch die Pampa fahren und ihr könnt massig Nebenaktivitäten machen, eben beispielsweise Geschwindigkeitszonen, ihr könnt Blitzer machen, wo ihr bestimmte Geschwindigkeit erreichen müsst. Hier sind diese Geschwindigkeitszonen, Speedruns heißen die. Und sobald man nur durchfährt, aktiviert sich das Ganze und ihr müsst jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit halten. In dem Fall 226 km/h. Das ist mit dem Teil unmöglich. Dazu bräuchte ich mal ein richtig, richtig gutes Fahrzeug eigentlich. Und irgendwie. Ach, Moment mal, ich bin ja. Ah. Ja, ich dachte es mir schon, ich bin falsch gefahren. Nein, dann fahren wir hier hoch. Ich habe die falsche Markierung, beziehungsweise ich hab die Markierung gesetzt und nicht. Doch, passt schon. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Okay. Aber jetzt fahren wir mal zu meiner selbstgemachten Markierung, die ich jetzt gerade nicht sehe. Aber gut, das Navi macht es ja schon. Und das ist schön, dass die Sonne gerade untergeht. Das bringt mich gleich zum nächsten Stichpunkt, nämlich Tag und Nacht. Im letzten Teil gab es ja eigentlich ausschließlich Nachtrennen. Die Stadt war einfach zappenduster, eigentlich ein bisschen wie Gotham City. Aber hier ja, gibt es Tag und Nacht und das ist natürlich nice. Das gefällt mir doch deutlich, deutlich besser. So, ich habe jetzt kurz noch mal den Geschwindigkeitstest gemacht. Jetzt machen wir mal ein kurzes Offroad-Rennen. So, bleibe 60 Sekunden lang erst. Ach, was soll's, ich mache die Wette auch noch mit. Gut. Dann schauen wir mal. Dummerweise habe ich jetzt zwar ein nettes Optik-Tuning. Oh, ich habe hinten die Heckschürze vergessen zum Tunen. Ah, verdammt. Jetzt geht's rund. Hab zwar schönes Optik-Tuning gemacht, aber kein Leistungstuning. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt was wird. Aber schauen wir mal. Bisschen fies, dass das Ganze jetzt bisschen in die Nacht reingeht. Okay. Wir sehen uns an der Ziellinie. Ah, was tut denn der? Oh, okay. Die Gegner, die verhalten sich ein bisschen strange. Also, manchmal halten sie immer direkt mit euch mit. Manchmal könnt ihr sie problemlos überholen. Und manchmal ziehen sie einfach davon. Und teilweise checke ich es echt nicht. Warum, weshalb, wieso. Es ist auch, also quasi schon irgendwo ein Gummibandeffekt, aber ein ganz komischer. Was? War die Lackierung neu? So, in meinem Subaru bräuchte ich auch mal richtig besseren, deutlich besseren Los, weg da. Nitro. Weil der ist echt nach 2 Sekunden immer leer. So, jetzt bin ich schon wieder mal Zweiter. Oh, hier muss ich aufpassen. Hier muss ich nämlich geradeaus und nicht über die Straße entlang. Den Typen ganz, ganz locker überholen können, hab's aber verbockt.
So, jetzt habe ich ihn aber. Bin fast da. So. Gut. Ehre wiederhergestellt, nachdem ich vorhin nur Zweiter war. Hier sogar im Autolog habe ich sogar den Rekord geschlagen. Autolog ist auch wieder dabei, das gab es ja auch vorher schon. Ah, allerdings eine Minute lang Erster war ich wohl nicht. Ja, damit habe ich jetzt die 700 verloren. Aber was soll's. Gut. So, jetzt, wie gesagt, ich habe ersten Platz gemacht. Jetzt kriege ich eine Speedkarte. Ist eben Zufall. Gucken wir mal. Nehme ich die hier. Sechsfach Bremsen im Block, genau. Und hier wird es gleich gesagt, was passiert, wenn ihr das Teil austauscht. Ich verliere ein bisschen Beschleunigung, aber kriege mehr Höchstgeschwindigkeit. Das ist auch nicht so prickelnd. Ich nehme es trotzdem, weil die Bremskraft wird höher. Nicht, dass es super wichtig ist, aber naja. Gut. Was ich eigentlich noch machen wollte, ist noch ein Driftrennen. Aber ich will euch auch noch gleichzeitig die Stadt zeigen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach, wir nehmen nicht das Driftrennen hier, zu dem jetzt Jens schon hinfahren wollte, sondern wir nehmen einfach das hier. Da, dann seht ihr was von der Stadt. Es ist passend, passenderweise ist es sowieso Nacht. Und genau, dann mache ich noch das Driftrennen. Und ich fahre bis in die falsche Richtung. So, dann schauen wir mal, was noch unterwegs passiert. Was ich euch noch so erzählen kann, es gibt noch eine Story, irgendeine Erzählung von irgendeinem Typen und seiner Crew, also die, wo ihr auch regelmäßig deren Wagen hin und her wechselt. Was für ein schöner, also die ihr sowieso schon in der Garage habt. Und ja, die haben natürlich, sind groß auf Rache aus gegen das Verbrecherkartell, das nennt sich Haus. Ja, das Haus. Und irgendwie ist das absolut schwachsinnig alles, weil es ist einfach so diese Standard Gangster-Story, wir müssen uns jetzt rächen an irgendwas, weil einfach so, weil halt. Ich finde es sehr, sehr schwachsinnig. Gefällt mir gar nicht und ist auch absolut überflüssig. Habe ich jetzt überhaupt die richtige? Ja. Das Navi gibt nämlich manchmal ein bisschen komische Richtungen vor. Habe ich schon gemerkt. Das ist so, manchmal gibt es einem riesige Umwege an. Hier zum Beispiel, das war jetzt aber nicht, hier ist mal eine Schanze im Hintergrund und da könnt ihr in der Luft schwebt dort eine Münze, die ihr, oder eine Coin, heißt das? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da könnt ihr 100 sammeln insgesamt, ich weiß gar nicht, was die bringen. Irgendwas bringen die auf jeden Fall. Ihr könnt auch Plakatwände zerstören, indem ihr da durchfliegt, eben weil auch da irgendwo eine Schanze in der Nähe ist. Und was auch noch nice ist, das nicht funktioniert gerade. Wenn man durch eine Tankstelle fährt, wird das Auto automatisch repariert. Ja, jetzt da. Und auch geputzt gleichzeitig im Durchfahren. Das ist witzig. Das gab es aber schon mal. Das gab's. Ich bilde mir ein, das gab es schon in Need for Speed Rivals. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Also ein paar Elemente aus alten Teilen kennt man wieder. Es gibt auch Polizei, genau. Das habe ich noch gar nicht. Noch. Das ist, die lässt sich ganz selten blicken, aber es gibt Polizei. Die allerdings meistens an vorgegebener Stelle einfach aktiviert wird. Also beispielsweise bei einigen Rennen ist plötzlich die Polizei mit in der Verfolgung drin und da müsst ihr euch die Jungs auch noch wegrammen. Notfalls. So. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch natürlich einen ich sag mal, guten Soundtrack, einen passenden Soundtrack mit verschiedenen Musikstilen. Den habe ich jetzt natürlich abgeschaltet, weil sonst kriege ich da wahrscheinlich gleich einen Copyright-Claim, weil das natürlich offizielle GEMA-pflichtige Musik ist, die kann ich hier nicht abspielen. Deshalb ist es ein bisschen nicht trübsinnig, aber ein bisschen ungewohnt leise gerade hier beim Fahren. Ich hab mir gerade gedacht, fahre ich jetzt überhaupt richtig? Ja. So, hier ist nochmal eine Tankstelle. So, jetzt kommen wir langsam in die Stadt mit rein. Und ihr seht schon, also es dauert schon ein bisschen, um hier von einem Ort zum anderen zu kommen. Also man fährt schon ein paar Minuten lang, bis man wirklich an dem Zielort ist. Man kann allerdings
die Klappe. Man kann allerdings eine Schnellreise machen. Wenn ihr irgendwo eine Garage gekauft habt, könnt ihr da eine Schnellreise hinmachen oder bei Tankstellen. Bei Tankstellen kostet es was. Und das, also wenn ich jetzt mal zu einer Tankstelle hinspringen will, ja, hier zum Beispiel die hier, kostet 200, ja, die Schnellreise. Aber ich habe hier zum Beispiel, nee, hier habe ich eine Garage gekauft, da kostet es nichts. Aber die muss man natürlich vorher kaufen, die Garage. So, das nur ganz kurz. So, jetzt machen wir ein kurzes Driftrennen, würde ich sagen. Drift Trial, Drift und den Block, das klingt doch gut. So, wie gesagt, ich kann mit dem Wagen nicht antreten, weil das ist ein Offroad-Wagen. Deshalb muss ich ihn wechseln. Und dann nehme ich eben meinen guten Lotus, wobei ich inzwischen meinen Nissan, nee, der hat zu wenig Power, den muss ich noch aufbauen. Den kann ich noch nicht machen, der ist auch noch eine ziemliche Schrottkarre bisher. Nee, ich nehme meinen guten Lotus, der ein bisschen komisches Driftauto ist eigentlich. Einfach deswegen, weil es auch einen Mittelmotor hat, das Teil. So, 120 Sekunden habe ich jetzt Zeit für das Driften. Gucken wir mal. Und ich muss durch die Tore fahren, also das ist fast bei jedem Rennen so, ihr müsst durch diese Checkpoint-Tore fahren. Das Teil, also das Problem ist an dem Lotus ist, der hat fast zu viel Grip für einen Driftwagen. Das heißt, ich muss mit relativ hoher Geschwindigkeit in die Kurven rein, weil sonst kann ich den Drift gar nicht ausführen. So, das war aber schon mal ganz nice. Gut. Ihr könnt natürlich diese, für dieses Driften kriegt ihr eben Punkte und wenn ihr verschiedene Drifts aneinander reiht, könnt ihr noch Multiplikatoren freischalten und damit ihr dann eben für euren Drift letztendlich noch mehr Punkte kriegt. Also ihr könnt das Ganze aneinander ketten. Auch sehr, sehr, sehr nice. So, Zielpunktzahl erreicht. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich noch meine Zusatzwette einhalten kann. So. Gut, lief gut, würde ich sagen. Oh, sogar ganz locker geschafft. Oh, das gibt aber dicken Bonus. Sehr gut. Gut, okay. Und eine Speedkarte, was gibt's? Oh, eine Zehnerkarte. Wow, eine Zehnerkarte, die bringt einiges. Wobei, so viel auch nicht. Das ist auch komisch, die bringt zwar mehr Höchstgeschwindigkeit, aber schlechtere Beschleunigung. Minimal aber nur. Die nehme ich trotzdem, weil es eine Zehner ist. Eine Zehnerkarte ist das gut. Okay, so. Was gibt es noch? Also ich muss sagen, die Stadt, mir kommt die relativ groß vor. Es gibt relativ viele Straßen, relativ viele Aktivitäten. Ich habe auch noch nicht alles freigeschaltet. Ich möchte wetten, hier zum Beispiel in diesem Park gibt es garantiert noch ein paar Events. Das Problem ist, das ist wirklich ein Problem, man sieht nicht, wo man schon mal gefahren ist. Das heißt zum Beispiel bin ich hier in diesem Abschnitt noch nie gefahren. Hier ist nämlich gar nichts. Aber hier gibt es garantiert tausend Sachen zu tun, bloß ich bin noch nicht vorbeigefahren. Und das Problem ist, man sieht nicht, wo man schon mal gefahren ist und wo nicht. Das ist auch ein bisschen unschön gelöst. Aber naja. Genau, es gibt hier noch Dragster-Rennen, die finde ich allerdings nicht gut. Aber wo ich jetzt doch schon mal gesagt habe, mit der Polizei. Wir machen jetzt eine Kuriermission. Genau, weil die gerade so schön rumblinkt. Das ist jetzt hier die Straße runter. Moment mal, wobei hier wäre es auch noch eine. Da brauche ich auch einen Runner. Ah, wohl, dann nehmen wir einfach die, weil die ist gerade nah dran. So, ah, da hinten ist es. Kuriermission. Kuriermission ist auch eine relativ lustige Angelegenheit. Schauen wir mal. So, boah, da brauche ich eigentlich einen Runnerwagen, also einen Fluchtwagen. Da habe ich meinen guten Audi, den ich in absolut protzigem Gold lackiert habe. Fahre 10 Sekunden lang auf der Gegenfahrbahn. Ja, das machen wir als Bonusziel, alles klar. So,
Bevor es losgeht, also, es ist so, jetzt muss ich hier 4 Zielpunkte anfahren. Mir steht allerdings frei, wie ich fahre. Das Wichtige ist nur, ich muss es innerhalb vom Zeitlimit schaffen. Also fahren wir jetzt erstmal hier hin, mache jetzt das Navi gleich mal hier. So. Das mal als erstes. Oh, ich weiß schon, das Ding musste ich auch mehrmals machen, weil ich immer eine falsche Tour gemacht habe. So, da vorne sehe ich schon den grünen Bereich, wo man rein muss. So. Okay, genau hier ist dann jetzt wird hier der Deal gemacht, was weiß ich. Und dann geht es gleich weiter zum nächsten. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie rum ist es besser? Soll ich hier hin oder hier hin? Ich glaube zuerst hier runter. Jetzt zu den restlichen Stops. Oh, ich muss ein bisschen Gegenverkehr fahren, hieß es ja. Ups, das habe ich ganz vergessen. Gut, das ist erledigt. Okay, hier ist auch sehr lustig. Hier wird ein Deal gemacht mit irgendeinem Cop. Okay, Zeit verlängern. So, jetzt muss ich gucken, weil es ist nämlich super umständlich, hier rauszufahren wieder. Das heißt, wir fahren einfach hier wieder zurück. Okay, wohin jetzt? So, Chips, genau. Chips heißt das. Okay, vorhin habe ich gesagt, es ist eine Münze. Nein, es ist ein Chip. So, jetzt muss ich dummerweise den Weg hier zurückrasen. So, aber ganz schön die Aussicht hier in der Stadt. Vor allen Dingen bei Nacht. Es sieht eigentlich jetzt fast eigentlich aus ein bisschen wie der Vorgänger. So. Okay, ich bin da. Okay, und jetzt noch den letzten. Noch einer erledigt. Allerdings habe ich jetzt doch keine Cops mit hier dabei. Ich mache vielleicht jetzt doch noch eine einzige Mission, wo man zumindest die Cops noch sieht. Das ist nämlich ganz nice. Ups, also. Gut. Endstation. Okay, damit haben wir das Event auch. Ich dreh durch. Oh, okay, die Zeit ist nicht gelungen, macht aber nichts. Die Nebenwette hat auf jeden Fall gepasst. So, und dann gibt es noch eine schöne Karte. So, und ihr seht das Problem schon. Ihr kriegt irgendeine Speedkarte und wisst aber nicht, was es ist. Das heißt, ihr tunt euren Wagen irgendwie, aber ihr wisst eben nicht, was ihr kriegt. Das heißt, ihr müsst immer fahren, damit ihr eine passende Karte kriegt, wenn ihr zum Beispiel zu wenig PS habt. Alternativ natürlich geht ihr zum Tuninghändler, der aber meistens eben nur schlechte Karten hat, relativ schlechte zumindest. So, wir machen jetzt, genau das ist gut, Fluchtpunkt. Wobei, hier ist auch noch was ist das? Gassenflucht. Nein, ich nehme jetzt das. Westside. Verfolgung. Klingt gut. So. Und diese Events, die werden eben nacheinander alle freigeschaltet, wie gesagt, auch in den einzelnen Kapiteln. Aber ihr könnt jederzeit eben diese Events nochmal wiederholen. Das mache ich jetzt in dem Fall. Hä? Ach, hier ist es drin. Gut, also los geht's. Nebenwette driftet 300 Meter. Ja, machen wir. Müssen wir auf dem Weg noch ein bisschen driften. Bestimmt ein Riesenspaß, wenn die Polizei gegen uns aufgehetzt ist. So, los geht's. Erreiche den Fluchtpunkt. Gut. Eigentlich relativ simpel. Das heißt, ich fahre nicht gegen andere. Doch, eigentlich schon. Aber ich muss eigentlich nur in der Zeit bleiben, die verlängert wird, wenn Checkpoints kommen. Und, aha, da kommen schon die Cops. Ich sehe es jetzt zwar noch nicht. Oh. Mann, war das einfach. Okay. Teilweise ist es ein bisschen komische Wegführung. Das heißt, ihr müsst echt aufpassen, wo ihr hinfahrt. Was zum Teufel soll das? Oh. Nicht so gut. Und ich sehe gerade, das sind gar keine Cops. Aha, das sind nämlich schwarz lackierte Audis. Ja, das sind natürlich irgendwelche fiesen Typen vom Kartell oder so.
Ja, wunderbar. Ja, das funktioniert. Ja, so funktioniert's. Ja, so müsst ihr mich abdrängen. Ja. Aber das System ist dasselbe. Das heißt, eigentlich müsste ich die Typen einfach abschütteln oder besser noch hier an die Wand drängen, solange bis sie eben komplett Schaden haben. Ich hoffe, ihr könnt was einstecken. So, zum Beispiel. Okay, das war jetzt ein bisschen. Ich sehe gerade, ich habe echt verflucht wenig Zeit hier. Oh, 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 oh. Oh nein, nein, nicht den Baum, nicht den Baum. Oh nein. Okay, das war nichts. Okay, das war jetzt leider nichts. Ich habe mich auch zu lange aufgehalten mit denen, aber ja. Das Zeitlimit hat zugeschlagen. Jetzt habe ich meine Wette auch noch verloren. Das heißt, ich habe einen Verlust gemacht hier auch noch. Naja, macht ja nichts. Was soll's? Denke ich mir zumindest. So, ja, das ist es eigentlich. Ich habe schon ein bisschen lange viel Zeit auf der Uhr. Ja, das ist mal Need for Speed Payback. Und das ist zumindest der erste Eindruck vom Spiel. Ich finde es ein gutes Spiel. Es ist nicht hervorragend. Mich haut es nicht um. Ich finde es jetzt nicht brillant, aber ich finde es gut. Ich finde das mit den Lootboxen irgendwie schade. Und Optik ist okay. Und letztlich, hoffentlich habt ihr zumindest einen Eindruck bekommen können. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Gefällt mir da lassen und ein Abo. Das würde mich freuen. Und ansonsten sieht man sich sehr gerne beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.